ruhig, ganz ruhig. Ihr versteht das alles total falsch. Hört mir einfach zu. Hier, nimm noch einen Schluck, Ray. Das hilft dir beim Zielen. Bitte, bitte, nein. Hier, nimm meine Knarre. Ich hab das Visier ein Stück nach links verschoben. Wie nett. Viel Spaß. Gesu, beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt, okay? Was immer ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Hey, was zum Teufel? Ich habe euch alles gesagt! Schon, aber du wolltest uns auch umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Nicht eben. Dieser Wichser! Nicht eben. Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt zu Bulletstorm. Hier auf meinem Kanal. Na. Genau. Oh. Verdammt. Verkackt. So, jetzt öffnen wir mal. Echt fantastisch! Oh, Schwanzlutscher! Ahnung, Bildbruch registriert. Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Okay, also halten wir jetzt mal fest, keinen Besoffenen solche Aufgaben geben. Und genau mit diesem Humor geht es hier weiter. Und genau deshalb habe ich mir dieses Spiel ausgesucht. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Oh. Deine Mutter hat's überlebt. Jetzt ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat. So, mal gucken. Also hier werden so viele schlechte Sprüche kommen. Wär trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. So. Ihr Jungs seid... Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Irgendwas passiert. Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Na. Hallo. Geh kaputt. Geht ja. Einer von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen. Ray, wir haben Probleme. Ich mach jetzt den Warp-Sprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein. Aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbverdünnung. Ray, wir haben Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort! Hm? Ach da. So. Schnell nach oben. Was? Was ist jetzt los? Okay, ich bin ja gerade fest. Achtung, Captain an Deck. Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkles Materiefeld. Und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs.
Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir hatten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Komm schon, Ral. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. So. Yeah, jetzt schön feuern. Mal gucken, worauf. Ich sehe noch nichts. Haltet die externen Kanonen der Ulysses auf! So, komm schon. Auf. Einfach schön Bauerfeuer. Aber deshalb wird das Spiel so viel Spaß machen. Wir zumindest. Na, wo sind die nächsten Ziele? Hallo, ich baller doch alles weg. Okay. Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Okay, in Ordnung. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren, General. Ich nehm dich. Und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Fathom tief. Auf dem Weg zur Hölle. Voll auf die 12. Au. Einige Jahre zuvor. Boah, sieht das geil aus. Die gute alte Unreal 3 Engine. Mit deinen neuen Schwerkraftstiefeln machen diese Attentate richtig Spaß, Doc. Cool. Freut mich, dass sie dir gefallen. Man sollte niemals Spaß am Töten haben. Wir sind Soldaten, keine Mörder. Ach komm, vielleicht brauchst du einfach eine etwas mildere Bezeichnung, Ishii. Wie wär's mit Neutralisierungseinheit unfreundlicher Person? Hör auf zu schubsen, Ral. Okay. Ich doch gar nicht, aber wenn, dann wäre das hier genau der richtige Ort. Tudum. So, aber was ich gerade mitbekomme, und zwar, müssen wir mal kurz bei den Optionen gucken, und zwar die Sprachlautstärke ist ziemlich leise. Ist das Gefühl? Hey! So, Musik mal immer ein bisschen leiser. So, okay. So, und weiter geht's. So, na. So, wir müssen hier lang. Oh, aber diese Aussicht. Sieht ja schon Hammer aus, muss ich sagen. Aber hier würde ich nicht gerne wohnen wollen, muss ich sagen. So, treten. Oh, warum rufen wir nicht einfach da runter und geben Bescheid, dass wir kommen? Ah, das ergibt keinen Sinn. Bei all dem Geld, das Blauwerk hat, mussten wir hier auf Widerstand stoßen. Okay, na los, blasen wir die Mission ab, Mann. Und
kleiner Traumfänger empfängt jetzt ganz miese Schwingungen. Genau. So. Na dann mal los. So, und 3, 2, 1, auf in die Action. Los. Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. So. Serrano will, dass wir den Rechner hochjagen. Achtet auf die Zeit. Wann müssen wir weg? Kein Stress, Boss. Wir sind im Plan. Hey! Verflucht, Mann! Du solltest das Ding in die Luft jagen, nicht deine verdammten Mails lesen! Was machst du da? Ja, was sehe ich mir da an? Jeden unserer Morde. Wir haben unschuldige Menschen getötet. Novak war Reporter und saß gerade an einem Artikel über Serranos Korruption. Ich will Serrano sprechen. General Serrano, ich... Was willst du, du beschissenes Arschloch? Rufst du etwa vom Einsatzort an, du dämliches Stück Scheiße? Halt die Klappe! Beantworte mir eine Frage. Diese Leute, haben sie uns gezwungen, unschuldige Zivilisten zu töten? Heilige Scheiße! Was zur verfluchten, abgefuckten Hölle habt ihr euch denn dabei gedacht? Ihr verweichlichten Wichser! Seid doch konföderationssanktionierte Attentäter! Es hieß, die Ziele seien Waffenschieber, Sklavenhändler, Massenmörder. Ja, ich habe gelogen. Na und? Wen haben wir getötet? Novak. Hatte belastende Beweise gegen euch, dämliche Scheißhaufen. Er hätte es auflegen lassen, was ihr tut. Und was genau tun wir? Ihr dient voller Stolz einem General der Konföderation, die ihr so innig liebt, dass ihr ohne zu fragen euer jämmerlichen Madenleben opfern würdet, um sie zu beschützen, eure Kommandeure glücklich zu machen und eure Regierung zu stärken. Und jetzt will ich von euch Arschlöchern eine nette kleine Entschuldigung hören. Oder ihr seid dran. Ich mach dich kalt. Hey, Mann, was für ein Scheiß! Hätten wir eine solche Entscheidung nicht vielleicht diskutieren sollen? Okay, wir nehmen die Spectre und springen in die Nebensysteme. Wir entziehen uns der Konföderation. Ich glaube nicht, dass wir von diesem Planeten runterkommen, Grayson. Oh mein Gott! Hey, 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 alles okay, okay. Wir werden dir nichts tun. Alles wird wieder gut. Stahlharte Kerle, kaum kommt ein Mädel. Mach dich fertig! Wenn, dann gehen wir kämpfen, Donter! So, und denen es noch nicht aufgefallen ist, wir spielen hier die deutsche USK-Version. Muss ich gestehen, leider. Da ich derzeit noch die Probleme mit meiner Capture Card habe, kann ich leider noch nicht die Xbox-Version nehmen. Die hätte ich nämlich auch als Uncut-Version da. So wurde ich mehr oder weniger gezwungen, die USK-Version zu nehmen, die ich noch für PC habe. Aber das soll jetzt nicht so schlimm sein. Okay. Da das Spiel auch so jede Menge Spaß macht. Ishisato, wo ich herkomme, bist du eine Legende. Dich zu töten macht mich berühmt. Ishi! Nein! Lauf, Kleine! Mit dem Aufzug! Hey! Steh auf! Bring deinen Arsch hoch, Boss! Na los! Wir haben Probleme! Ich komm schon. Steh auf! Easy Cuts ab, Mann! Er ist total am Arsch! Hast du das gesehen? Fluchtkapseln der Ulysses, ich hab ein paar runterkommen sehen. Scheiß drauf, Mann! Nimm endlich den Kopf aus dem Arsch! Ich brauch hier deine Hilfe! So,
Und wie es weitergeht, wie es Ishii ergangen ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Bulletstorm. Sofortige Evakuierung der gesamten Besatzung.